Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken, dass ihr alle runtergekommen seid. Ich freue mich, dass die meisten einen Parkplatz gekriegt haben. Viele sollen sogar hier mit Fahrgemeinschaften, Busse und Bahnen angereist sein. Ich möchte mich ganz herzlich auch im Namen der Kollegen von der Tageszeitung für bedanken. Sehr schöne Maßnahme. Wir haben heute unseren 6. Extra-Tipp-Wirtschaftsgipfel. Ja, vielen Dank, Herr Arne. Ich habe ja am Wirtschaftsgipfel, soweit es geht, bis auch in einer Ausnahme teilgenommen. Und ich hatte am Anfang auch eine ähnliche skeptische Einschätzung, wie Herr Arne das eben formuliert hat. Habe aber dann mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass es doch gelungen ist, eine Vielzahl von Unternehmen zu diesem Wirtschaftsgipfel einzuladen und mit den unterschiedlichen Themen zu befassen. Wenige Stichworte, Arbeitsplatzentwicklung. Ich glaube, wir können heute sagen, es hat noch nie zuvor so viele Erwerbstätige in Nordhessen gegeben wie heute und noch nie so viele Arbeitsplätze. Und die Arbeitslosigkeit liegt eben nicht mehr über dem Bundesdurchschnitt und auch nicht mehr nennenswert unter dem Landesdurchschnitt. Wir befinden uns Pi mal Daumen im Landesdurchschnitt. Zeitweilig hatten wir im letzten Jahr sogar eine Arbeitslosigkeit unter dem Landesdurchschnitt. Und ich glaube, dass man zusammenfassend sagen kann, die nordhessische Region ist auf dem besten Weg. Ich will nicht behaupten, dass sie zu 100% auch schon angekommen ist, auf Augenhöhe mit attraktiven und anderen deutschen und europäischen Regionen sich zu befinden, beziehungsweise auf dem Weg ist, diese Position einzuziehen. Gib mir gleich ein Stichwort, weil wir das immer wieder kritisch uns anhören müssen. Eine Region, die so positioniert ist, muss im Wettbewerb wettbewerbsfähig sein. Und deswegen gibt es kein Wenn und Aber. Dazu gehört auch ein Flughafen. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen will, da haben wir auch noch Defizite. Ich weiß nicht, wer es aus Ihrem Kreis mal gesagt hat. Der hat gesagt, wenn wir Mitarbeiter erstmal gewonnen haben und sie in Nordhessen sind, dann wollen sie nicht mehr weg. Aber wir haben ein Problem, Sie waren, glaube ich, bin ich jetzt ganz sicher. Irgendjemand hat es aus Ihrem Kreis mal gesagt, aber wir haben ein Problem, Mitarbeiter in die Region zu bekommen. Und das hat etwas mit dem Image der Region zu tun. Ich habe über viele Jahre in Kassel, was nicht identisch ist mit Nordhessen, selbstverständlich schon, aber ist nicht ganz alles, immer gesagt, ich verstehe euch nicht. Ihr habt hier so viel zu bieten und das Einzige, was ich hier höre, ist immer nur die Selbstbeweihung. Und das ist Gott sei Dank anders geworden. Nach meinem Geschmack ist es noch nicht hinreichend. Es sind noch zu viele unterwegs, permanent erklären, das sei alles irgendwie traurig. Das Wichtigste ist für die Zukunft, ich will jetzt mal über Zukunft reden, Selbstbewusstsein zeigen. Wir haben in den Mittelpunkt Nordhessens, Kassel, in den Rankings als eine der dynamischsten Großstädte Deutschlands. Man muss es jemals gegeben. Deshalb empfehle ich jedem, nie überheblich, aber selbstbewusst. Die Zahlen, die wir haben, sind die besten, die es in der Geschichte dieses Landes gibt. Noch niemals waren sie so gut. Wir sind stark. Wir sind so stark, wie wir noch niemals waren. Jetzt kann natürlich jeder sagen, klar, muss ja eine Regierung sein. Aber es gibt so ein paar Dinge, die sind schlicht Fakten. Schauen Sie sich Arbeitsplätze an. Schauen Sie sich die Jugendarbeitslosigkeit an, schauen Sie sich die Zahl der versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse an, die so hoch wie nie. Also das sind nicht lauter 1-Euro-Jobber. Also das ist etwas, worauf man aufbaut. Ich komme aus Kaufungen und habe das Thema A44 und da werde ich vielleicht auch irgendwann mal ein Buch drüber schreiben, über die Entstehungsgeschichte und das, was dort passiert ist. Das ist natürlich auch ein Phänomen gewesen, wie man es schaffen kann, eine Autobahn so lange zu planen und zu bauen mit den Anfangsfehlern, die damals gemacht worden sind, wenn es um das Planungsrecht geht. Und insofern ist da heute vieles aufgearbeitet worden, was der Region, glaube ich, gut tut. Also ein Beispiel, wenn Sie die A38 sehen von Göttingen nach Halle, wer hätte geglaubt, dass es möglich ist, dass im Eisfeld sich eine wirtschaftliche Struktur entwickelt, die nicht nur vom Papstbesuch lebt, sondern auch davon, dass dort Firmen hingehen. Und das liegt eben daran, dass diese Region erschlossen mittlerweile ist, dass man dort hinkommt, dass es dort Infrastruktur gibt. Und deshalb glaube ich schon, ob es einen Wirtschaftsminister braucht, aber es braucht auf jeden Fall eine ordentliche Wirtschaftspolitik. Und ich glaube, dass es auch immer Personen braucht, die das verkörpern. Das hat Dieter Bosch mit Sicherheit, die diese Rahmenbedingungen organisieren. Wir haben ein Thema, das ist ja gerade genickt, das Thema Fachkräftemangel ist so ein Thema. Wir waren letztes Jahr in
in Nordhessen unterwegs, Herr Franke bei Ihnen war, aber auch bei anderen Unternehmen. Das ist natürlich ein Thema, was die Menschen oder was die Unternehmen bedrückt, gerade kleine und mittelständische Unternehmen. Ich will zunächst beginnen mit dem, was auch mir ein Herzensanliegen ist, und zwar nicht erst seit 4 Wochen, sondern im Prinzip in der ganzen Zeit meines politischen Wirkens. Das ist nämlich eine klare Perspektive für Arbeit und Einkommen. Ohne Arbeit und Einkommen werden viele der Dinge, die wir hier munter miteinander diskutieren könnten, nicht Wirklichkeit werden. Das heißt, die wesentliche Herausforderung, die Politik, die Wirtschaft zu leisten hat, sind Rahmenbedingungen zu schaffen, um Arbeit zu sichern, Arbeit zu schaffen und damit auch Einkommen zu sichern. Und auf der grundsätzlichen Ebene, die Energiewende wird eine Mega-Herausforderung, sie ist eine Mega-Herausforderung. Das gilt nicht nur für die Preisseite, das gilt für die Frage auch der Versorgungssicherheit. Ich kann nur sagen, gerade der ländliche Raum, der hier angesprochen ist, ist in besonderer Weise industrieabhängig, er ist viel stärker industrieabhängig, als das für die eigentlichen Ballungen gilt. Thank you.